Howdy Leute, hallo hier und willkommen zu einem Wild West Online Alpha Review. Und bevor das Video losgeht, möchte ich euch noch sagen, ihr habt Glück, dass ich so ein Vollidiot war, mir zuerst die billigste Version gekauft habe, die nicht Alpha zugänglich ist. Und ja, dann musste ich mir danach nochmal die Pioniermission kaufen und jetzt verlose ich einfach die Standard Edition, die Townie Edition. Und am Ende des Videos sage ich euch, was ihr dafür tun müsst. Ja, kommen wir jetzt aber zum Spiel. Ich habe das Spiel circa maximal 3 Stunden gespielt, dann wird es nämlich ziemlich langweilig, ist ja auch eine Alpha, muss man ganz klar sagen. Ich denke, die wichtigste Frage ist, ob es eine Konkurrenz für Red Dead Redemption 2 ist und ich finde definitiv nicht. Das Spiel hat einfach nicht die gleiche Qualität. Lasst euch aber nicht vom Gameplay täuschen, also das Reiten und so weiter ist in echt, wenn man es selber spielt, wesentlich flüssiger, als es im Gameplay aussieht. Probleme machen zurzeit noch ein bisschen die Grafik, also die Texturen laden extrem nach und die Grafik an sich ist halt auch nicht wirklich der Hammer. Wenn man so die ganze Landschaft betrachtet, sieht es wirklich großartig aus, wirklich wie im Wilden Westen, aber wenn man halt dann wirklich die Details anschaut, ist das Spiel jetzt nicht so krass. Also das sah auf den Screenshots, den ich ja zuerst auch für ein Red Dead Redemption 2 Ingame Screenshot gehalten habe, wesentlich besser aus. Dann, was kann man im Spiel so machen? Also bis jetzt kann man nur das Pferd reiten, ein paar Waffen und andere Gegenstände kaufen, Goldminen und ja, halt gegen andere Spieler kämpfen und noch Kisten suchen. Bis jetzt habe ich aber noch keine gefunden, die was drin hatte. Ja, das Ganze ist ziemlich langweilig, aber es geht den Entwicklern in der ersten Alpha jetzt nur darum, einfach mal das Movement zu testen, die Animationen und einfach wie sich das ganze Spiel so verhält, ob es abstürzt und nicht. Und dann werden sie immer mehr Content reinbringen. Und ja, für mich ist es halt eher so ein Fun-Game und nicht ein hochqualitatives Spiel, was man auch wirklich suchten möchte, sondern eher mal was so zwischendurch. Und ich denke, mit je mehr Freunden man spielt, desto mehr Spaß macht das Spiel. Vor allem gefällt mir auch, dass es eben noch nicht so viel Content gibt und auch die Spielernamen nur angezeigt werden, wenn man wirklich auf einen Spieler zeigt. Und man hat so halt auch viele Möglichkeiten, weil es nicht eine Karte gibt, wo man die Spieler sieht, so wie in GTA 5, sondern man kann sich wirklich irgendwo verstecken in einem Busch und auf andere Spieler lauern. Das Ding ist nur, wenn man jemanden tötet, dann droppt er gar nicht seine Sachen. Das finde ich noch ein bisschen schade, aber ich denke, das ist auch so ein Alpha-Ding, das wird später sicherlich möglich sein. Die Karte ist im Moment von der Größe noch ziemlich, ja, so ein Mittel. Also ich würde sagen, wenn man Red Dead Redemption 1 anguckt, so der Mexiko-Teil. Etwa so groß, vielleicht ein bisschen kleiner und die Gebiete sind ziemlich ähnlich. Also es gibt noch nicht wirklich viele verschiedene Gebiete. Es gibt zwar schon Eisenbahnschienen, aber noch keine Eisenbahn, die drauf fährt, aber das soll später auch möglich sein, laut der Seite von den Entwicklern, und dass man auch die Eisenbahn dann überfallen kann. Da bin ich mal gespannt. Jetzt noch die Frage, ob sich das Spiel lohnt zu kaufen, und dazu muss ich sagen, wenn für euch ein 20er nicht viel Geld ist und ihr viele Freunde habt, die das Spiel auch spielen könnten mit euch, dann ja, denke ich, könnte es schon mal Spaß machen, zwischendurch ein Ründchen Wild West Online zu spielen. Im Moment, wie gesagt, gibt es nicht viel zu tun, aber ich denke, wenn das Spiel in eine Richtung weiterentwickelt wird, dann eher, dass mehr Content dazukommt. Aber das Fundament ist halt qualitativ nicht so gut und ich denke, das wird sich auch nicht groß verbessern. Das sind bis jetzt meine Erfahrungen mit so Early Access Spielen. Also da wird Content hinzukommen, wahrscheinlich auch noch ein Ingame-Kaufsystem und dann halt, ja, mehr Waffen, mehr Kleidung und so weiter. Ich hoffe auch noch, dass so ein Indianer-Teil dazukommt, aber wie gesagt, das Fundament ist halt nicht aus einem großen Entwicklerstudio, das qualitativ hochwertige Spiele macht, so wie Rockstar Games, und darum kann man halt da einfach nicht so viel erwarten. Das Ganze hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, ob jetzt Red Dead Redemption 2 für den PC kommt oder nicht. Ich denke, wenn es für den PC kommt, dann wird das Spiel ziemlich schnell untergehen und die Entwickler haben dann bestimmt auch nicht mehr so Bock, das von Grund auf zu verbessern und werden dann wahrscheinlich eher noch ein bisschen Geld damit machen wollen. Kommen wir zum Fazit. Das Spiel hat durchaus etwas Potenzial. Man muss einerseits mehr machen können, was ja auch auf der Seite steht, dass das auch das Ziel ist. Also ich denke, das liegt wirklich nur an der Alpha. Und halt, man darf nicht zu hohe Erwartungen an die Performance haben und die Grafik und so weiter. Es ist halt eher so ein Fun-Game und definitiv kein Red Dead Redemption. Und eine Kaufempfehlung kann ich wirklich nur für Leute aussprechen, die auch viele Freunde haben, die auf dem PC spielen. Wenn ihr es kauft, auf jeden Fall
die Standard-Edition für 20 Euro. Also ich finde, so eine Collector's Edition für, glaube ich, fast 100 Euro oder 80 ist einfach für so ein Spiel definitiv zu viel. Und ja, wenn ihr die Alpha jetzt nicht spielen könnt, dann verpasst ihr auch nicht wirklich gerade was. Man kann also echt so gut wie noch nichts machen. Die Entwickler wollen halt einfach nur gucken, wie sich das Spiel jetzt im ersten Eindruck verhält. Und die Beta könnte dann wesentlich interessanter werden. Und mit der Version, die ich jetzt verlosen werde, habt ihr dann auch den Beta-Zugang. Das ist die Standard Edition, die Tawny Edition. Und was ihr dafür tun müsst, ist eigentlich nur einen Kommentar zu schreiben. Über ein Like würde ich mich natürlich auch freuen, ist aber kein Muss. Und macht bitte nur mit, wenn ihr wirklich auch Bock auf das Spiel habt und wenn euer PC auch die Hardware-Anforderungen für das Spiel erfüllt. Und ja, dann wünsche ich euch viel Glück und dann wird es wahrscheinlich zu Beta dann ein Update geben. Und ja, Leute, dann würde ich nur noch sagen, checkt meine Red Dead Redemption 2 Videos und mein Survival Craft Let's Play ab und haut rein!